Moin und herzlich willkommen zu Folge 2 des Szenarios. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau stehen geblieben bin das letzte Mal. Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Das Schiff ist alle. Das passt soweit. Mine bauen. Bin mir nicht ganz sicher, warum die, die nicht vorangeht, die Arbeit. Hacienda könnte ich auf jeden Fall angehen. Passt auch erstmal soweit. Das bewässert sich schön weiter. Ist also auch in Ordnung. Ich glaube, das brauche ich nicht. Es wird schon reichen. Das ist ja nur irgendwie im Bereich der Hacienda bekommen. Ansonsten. Rumproduktion sieht nicht gut aus, aber ich glaube, das kann ich beheben. Wenn ich die Hacienda bauen kann. Ich kann sie bauen. Perfekt. Sehr gut. Und dann werde ich mal gleich hier anfangen. Steigern verbrauchte Bedürfnisse. Höherer Verbrauch von Kaffee, aber ich gebe denen ja gar keinen Kaffee. Also mache ich das doch einfach. Unterkünfte, Unterkünfte. Hacienda Farm, sehr gut. Werde ich hier schön einbauen. Ungünstig. Okay. Dann werde ich den Kanal danach drumherum machen. Ist mir dann egal. Nutzpflanzenauswahl, Zuckerrohr. Und los geht's. Und dann brauche ich natürlich auch die Hacienda-Brauerei. Brauereikatalog. Rum. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Produktion sieht gut aus. Sehr gut. Dann werde ich mir auch mal 20 Tonnen davon schnappen. Das, da habe ich nicht mehr. Das ist schlecht. Sie führen uns in eine strahlende Zukunft. Silberproduktion. Müsste ich bald mal anfangen. Also fange ich einfach mal an mit der Kohle. Keine Ahnung, ob das genug ist. Kann ich alles nicht bauen. Hilft alles nichts. Ich brauche mehr Steine. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite entscheiden. Moment. Ich guck mal, ob ich die Insel hier schon besiedeln kann. Das wäre gut. Wir sind alle nur willfährige Diener unserer Herren. Da sind 27 bisher, hier sind 22 bisher.
Die andere Seite, da fange ich jetzt nicht schon mal an mit Bewässerung. Das bleibt erstmal so. Vielleicht wäre es schlau gewesen, auch hier rüber zu gehen, so ein bisschen für den Bewässerungskanal. Aber jetzt ist es auch egal. Brauchen mehr Einwohner. Denke ich. Die Insel ist so riesig. Vielleicht da nochmal Polizeistation hin. Das? Nein! Geht. Na gut. Dann halt so. Ich bin so doof. Es geht auch nicht. Dann ist mir das jetzt auch egal. Ich baue hier einfach die Häuser so hin. Na, geh weg. Okay, dafür brauche ich das noch. Das Schiff ist gleich mal da. Wenn die nicht erst fehlende Waren, der Mais. Kann ich die Arbeitsbedingungen verändern? Nein, kann ich nicht. Das ist schlecht. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier könnte ich wieder so runter. Das heißt, da könnte ich dann die nächste Nutzpflanze anpflanzen. Und ich brauche natürlich noch mehr Rum. Das passt soweit. Ah, nein, wirklich. Oh nein. Dann mache ich es anders. Das war doof. Dann... Dann mache ich hier nur erstmal Mais hin. Muss ich das so machen? Und so machen. Ist das schlecht? Damit habe ich nicht gerechnet. Bestimmt nur das Wetter. Die alten Narben schmutzen. Schiff, kannst du mal bitte hier in die Küste gehen? Moment, kann ich das nur hier oben machen? Okay, ich kann es nur hier machen. 20 Tonnen Steine, alles klar. Das wusste ich natürlich nicht. Höhlerei. Silberproduktion, das habe ich. Salpeterwerk. Das muss an die Küste, alles klar. Eine Minute, 30 Sekunden. Okay. Es gibt hier nur drei. Drei davon. Das ist nicht so gut. Hier eigentlich. Das gute Wasser.
dann mache ich die Fläche hier mal frei. Abwasser. Minuten. Was auch immer das sein soll. 15 Sekunden, eine Minute. Eieiei. Das ist alles nicht so gut. Da brauche ich 25 Steine, das ist... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles aufbauen soll. Ich muss mal beschleunigen, sonst wird das nichts. Warum ist die Steinproduktion denn so grottig? Das verstehe ich nicht. Das Lager ist voll. Schiff erscheint am Horizont. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, der will nicht schon was abholen. Ach, das muss auch hier hin. Ich bin Edmundo Var, Aktuar von König Joao. Königliche Abgabeneintreiber. Was soll das denn sein? Der Einnahmen der Krone. Freut mich, Sie kennenzulernen. Scheint mir kein freundlicher Zeitgenosse zu sein. Für Sie immer noch Visconde Oliveira. Sparen wir uns den Titel. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie produktiv sind. Bürokratische Einmischung, wie ich sie liebe. Oh Mann. Ich nenne das effiziente Beaufsichtigung. Ich komme regelmäßig, um die Abgaben einzuholen. Wenn Sie zum Schiff. Halten Sie pünktlich die erste Rate bereit. Silbererz, 25 Tonnen Silbererz. Oh, diese teuflische Hitze. Wie gehen wir damit um? Es bringt nichts, uns in dieser Hitze zu verausgaben. Keine Ahnung, was ich da jetzt ausgewählt habe. Oh Gott, ich hoffe, ich muss das Szenario nicht wiederholen. Noch. Ich rackere mich ab und bekomme. Schauen wir mal, wie die Produktion aussieht. Das sieht gut aus. Rum sieht immer noch scheiße aus. Alles klar. Aber da kann ich jetzt auch erstmal nichts gegen tun. 55 Steine, Leute. Beeilt euch. Ach, bestimmt nur das Wetter. Die alten Narben schmerzen wieder. Wir sind alle nur willfährige Diener unserer Herren. Oh Mann, ey. Und hier habe ich nicht mal Steine. Hier habe ich Steine. Dreimal Erz, dreimal Erz. Dann wäre es doch schlauer, diese Insel zu nehmen. Der erste Eindruck zählt. Der letzte? Nein. Dann könnte ich da auch noch Steine. Ziegelsteine, nicht Steine. Steine produzieren, jojo. Hm. Silbermünzen kann ich ja noch gar nicht bauen, weil ich die noch gar nicht habe, die Leute. Nein. Das ist ganz besonders schlecht.
schau mal, wie weit ich, was kann ich für dich tun? Das bauen muss. Bis da hoch. Und dann passt das soweit. Das soll da nicht sein. Wäre wahrscheinlich schlauer, den einen Streifen noch auszuwählen. Was soll's, ich lasse das jetzt erstmal so. Maisproduktion passt jetzt. Tortillas aber nicht. Mache ich mal einfach dahin. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Und hier werde ich einfach weiterbauen. Dieser Ort stinkt zum Himmel. Ich werde ihn mal kurz... Ich muss den mal kurz die ganzen Sachen sperren. Damit ich sie dann freischalten kann. Wir alle müssen uns einmal für eine Sache entscheiden. Damit ich dann der erste Eindruck zählt. Noch etwas tun kann. Der letzte? Nein. Und das da wäre. Aufsteigen lassen. Wenn sich das jemand gefragt hat. Ah, ich bin heute nicht wirklich gesprächig. Ich bin etwas müde. Ich werde mich wahrscheinlich auch gleich hinlegen. Und einfach einmal schlafen. Wir kommen hier nicht passt weiter, die Arbeitskraft nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Weil brauche ich vielleicht noch gar nicht am Anfang so. Da werde ich nur Erz abbauen. Fruchtbarer Boden fehlt? Wieso fehlt denn fruchtbarer Boden? Ach so. Scheiße. Ist ja schon alle. Hätte das vielleicht nicht so direkt ausnutzen sollen, komplett war. Immer noch viel zu viel. Perfekt. Ja, so passt das. So lasse ich das dann auch. 25 Tonnen brauche ich Eisenerz. Das könnte ich schaffen. Oh, es brennt. Cool. Nicht cool. Feuerwehr regelt, hoffentlich. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite. Aber hier brauche ich noch ein paar Bretter. Um da ein paar Einwohnerchen zu bauen. Ich habe nie daran gezweifelt. Mist. Braucht Mist. Bedeutet. Moment.
bekomme ich denn Mist her? Das ist schlecht. Wahrscheinlich vom Abwasser. Weil die Hacienda, die bietet mir hier nur Unterkünfte und Lagerraum. Dementsprechend weiß ich echt nicht, was ich sonst tun soll. Das ist schlecht. Aber ich werde erst mal gucken, dass ich noch einige aufsteigen lasse. Oh, ich kann gar nicht. Ich habe gar nicht so viele Einwohner, um die aufsteigen zu lassen. No. Das ist alles ganz, ganz schlecht. Ist nicht meine Schuld, hä? Einfach mal über Arbeitskraft regeln. Kann ich hier vielleicht noch ein paar aufsteigen lassen? Das sind doch keine mageren Zeiten. Na komm. Speist. Los, los, los. Brauche noch mehr. Oh, Verus. Los. Es mangelt an Arbeitskraft. Das ist mir bewusst. Und es ist mir egal. Ich will einfach... Nein. Sag mir nicht. Warum kann ich die nicht aufsteigen lassen? Nein! Ich hatte nicht genug Futter. Mann! Bestimmt nur das Wetter. Die alte... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Nein! Moment. Kann ja auch einfach. Noch ein paar Ziegendinger hinpacken. Fruchtbarer Boden brauche ich ja gar nicht. Und wenn ich hier noch das Silo wegmache, spare ich mir auch ein bisschen Mais. Aber so viel ist das ja gar nicht. Also wäre das schon schlau, das dahin zu packen. Anbindung. Ist aber nicht so schlimm. Brauche ich noch da zwei Häuser hin. Okay, 29 Minuten, bis ich Silbererz brauche. Ich habe 28 Tonnen. Das heißt, da bin ich schon mal auf einem guten Weg. Vielleicht auch ein bisschen mehr noch. Auch unbedingt noch mehr in diesen Tortillas. Moment, wieso ist der Konsum? Es mangelt an Arbeitskraft. Und Tortillas gerade so? Was ich alles ertragen muss. Könnt ihr auch kurz mal für die hier das ausschalten. Und dann lasse ich noch ein paar aufsteigen. Los. Ich brauche unbedingt
Los, 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 los. Help. Sie haben ein neues Zwischenziel. Perfekt, perfekt, perfekt. Lass ich jetzt erstmal so. Holz, Moment. Das kann, so viel kann ich ja gar nicht lagern. Bin ich doof. Egal, ich werde einfach vorproduzieren. Ich kann es mir leisten, also werde ich da auch noch eine... Okay, ich werde keine Mine bauen. Weil ich das Holz nicht habe. Wie sieht es denn hier aus mit dem Holz? Alles klar, das sieht doch nicht schlecht aus. Ziegelsteine. Da reichen die normalen. Das ist okay, das ist gut. Das gefällt mir. Die setze ich einfach hier so dran. Keine Ahnung, was das sein soll. War nur nervig. Aber egal, bisher sieht es doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Von früh bis... Willst du uns zuschauen? Wie viel brauche ich denn davon eigentlich? 30 Sekunden, eine Minute. Okay. Vielleicht noch einen zweiten und einen dritten hierhin. Dann passt das vielleicht auch. Aber jetzt brauche ich hier natürlich noch mehr Holz. Das ist natürlich auch klar. Aber okay. Bisher sieht es doch gar nicht so schlecht aus. So. Okay, ich würde sagen, damit beende ich die Folge. Bis zur nächsten Folge wird es nicht so lange dauern. Und da bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, drückt auf Abo. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.